Super Mario Bros. Wonder ist das erste richtig neue 2D-Jump'n'Run mit dem beliebten Klempner seit über einem Jahrzehnt. Und es erscheint just zu einem Zeitpunkt, an dem manch ein Gedanke vielleicht schon in Richtung der nächsten Nintendo-Konsole schweift. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah und Wonder ist mehr als nur gut? Es ist ein 2D-Paukenschlag, der sich in vielerlei Hinsicht wie ein Mario-Spiel einer neuen Generation anfühlt. Und warum das so ist, verrate ich euch jetzt in diesem Testvideo. Überraschungen gehören zwar zu den zentralen Elementen von Super Mario Bros. Wonder, die Story selbst ist aber eher Routine. Mario und seine Freunde sind auf Einladung von Raupenprinz Florian im Blumenkönigreich unterwegs, als plötzlich Bowser auftaucht und mal wieder den Partycrasher gibt. Der Fiesling schnappt sich kurzerhand eine leuchtende Wunderblume und fusioniert mit Florians Schloss zu einer gewaltigen schwebenden Festung, die drohend über dem Königreich thront und gleichzeitig auch die niedlichen Poplin-Blumenwesen in ihren Häuschen einsperrt. Mario und Co. müssen nun also dem Krötenkönig das Handwerk legen, die Poplins retten und das Blumenkönigreich vor dem Untergang bewahren. Ja, das ist die Ausgangssituation und wirklich viel spannender wird's bis zum Ende des Spiels in Sachen Geschichte auch nicht. Das war zwar irgendwie zu erwarten, denn mal ehrlich, wann hat denn Mario Jump'n'Run mal eine interessante Story? Etwas enttäuscht sind wir dennoch. Die sympathische Aufmachung mit ihren vielen knuffigen Charakteren sorgt aber zumindest für etwas Versöhnung. Wegen der Story solltet ihr aber auch diesen Mario-Teil eher nicht spielen. Jegliche Enttäuschung verfliegt jedoch spätestens dann, wenn wir als einer der insgesamt 12 spielbaren Charaktere durch die 8 kunterbunten Welten des Blumenkönigreichs hüpfen. Das Abenteuer beginnt noch recht gemächlich auf der Röhrenfelsenwiese, später geht's dann über die lauschigen Blüteninseln zum Wölkchengebirge oder zu den majestätischen Güldenfällen. Jede Welt besteht wiederum aus mehreren Sidescroll-Abschnitten, die ganz traditionell funktionieren. Wir laufen also von links nach rechts durch das Level und müssen die Zielfahne erreichen. Und tatsächlich fühlt sich die Hüpferei schon in den ersten Minuten wunderbar direkt und vertraut an. Dank der hervorragenden Steuerung navigieren wir Mario oder einen der anderen Charaktere präzise durch die Level, hopsen Gegnern auf die Birne, weichen Hindernissen aus und quetschen uns durch Röhren. Diese Vertrautheit gerät aber glücklicherweise nie zur öden Routine, weil Nintendo ein wahres Ideenfeuerwerk in Sachen Leveldesign und Gegnerpalette abbrennt. Wir balancieren beispielsweise auf Eisblöcken über Abgründe, verfolgen vor uns flüchtende verängstigte Hörnchen oder weichen Angriffen von aggressiven Spießerichvögeln aus. Langweilig wird's in Super Mario Bros. Wonder nie, was auch an den neuen Power-Ups liegt. Zu den bekannten Superpilzen und Feuerblumen gesellen sich gleich 3 neue Wundermittel. Der Kontakt mit der Elefantenfrucht verwandelt uns in einen Dickhäuter, der mit seinem Rüssel nicht nur Wasser verschießen, sondern auch Gegner wegschleudern kann. Die Seifenblasenblume lässt uns schillernde Kugeln verschießen, auf die wir sogar draufhüpfen können. Und mit dem Bohrerpilz können wir uns dank des entsprechenden Hutes in die Erde oder sogar in Decken buddeln. Auch wenn die Elefantenverwandlung für unseren Geschmack etwas zu oft und prominent im Spiel platziert ist, sind die Fähigkeiten der Gimmicks hervorragend mit dem Leveldesign verwoben und nur wer sie geschickt einsetzt, kann alle Geheimnisse entdecken, etwa 3 große und lilafarbene Zehnerblumenmünzen in jedem Level. Den sprichwörtlichen Vogel schießt Nintendo aber eindeutig mit den neuen Wunderblumen-Effekten ab. In jedem Level gibt's mindestens 1 dieser schillernden Gewächse, die bei Berührung einige der coolsten, witzigsten und abgefahrensten Aktionen auslösen, die wir je in einem Mario-Spiel gesehen haben. Da robben beispielsweise plötzlich grüne Röhren wie riesige Raupen durch die Gegend oder Unbesiegbarkeitssterne regnen dutzendfach vom Himmel. Mal wechselt die Perspektive und wir müssen uns komplett neu orientieren, mal donnern Dino-Stampeden oder riesige Schneekugeln über den Bildschirm. Wir wollen in diesem Video nur ein paar vereinzelte Effekte verraten und noch weniger zeigen, denn die Entdeckung der Wunderblumen und deren überraschende Auswirkungen auf Level und Charaktere gehören zu den ganz großen Spielreizen von Super Mario Bros. Wonder. Die sind nämlich wirklich ein absolutes Highlight. Die Wunderblumenabschnitte sind aber nicht nur steter Überraschungsgarant, sondern auch für die Progression im Spiel entscheidend. Denn jeder davon belohnt uns mit einem sogenannten Wundersamen. Auch beim Abschluss eines jeden Levels bekommen wir einen der wertvollen Knubbel von einem befreiten Poplin überreicht. Ab einer bestimmten Anzahl können wir dann weitere Gebiete oder das Boss-Schloss einer Welt freischalten. Die Wunderblumen sind ein entscheidendes Element, warum sich Wonder so erfrischend und neu anfühlt. Ein zweites sind die sogenannten Abzeichen. Diese Medaillen, von denen jeweils eine ausgerüstet werden kann, verleihen den Charakteren besondere und dauerhafte Boni.
Die Fallschirmmütze lässt uns beispielsweise nach einem Sprung zu Boden gleiten. Mit der Belohnungsmünze spendieren besiegte Gegner zusätzliche Münzen und mit dem Fühler spüren wir nahe Zehnermünzen oder Wunderblumen auf. Es gibt mit dem Rankenschuss sogar eine Art Enterhaken, mit dem wir uns an Wände ziehen und daran festkrallen können. Jedes der insgesamt 24 freischaltbaren Abzeichen im Spiel hat einen einzigartigen Twist, was vor allem Auswirkungen auf den Wiederspielreiz hat. Denn es kann sich durchaus lohnen, mit einem neuen Abzeichen bereits besuchte Level noch einmal anzugehen, weil manche Geheimnisse damit möglicherweise besser erreicht werden können. Einzelne Abzeichen können wir entweder in den Shops mit lilafarbenen Blumenmünzen erwerben oder bekommen sie automatisch in den überall zu findenden Tests, die uns die jeweilige Fähigkeit dann gleich mal ausführlich ausprobieren lassen und uns bei Erfolg ebenfalls mit einem Wundersamen belohnen. Die Abzeichen-Herausforderungen sind meist ziemlich schnell gespielt, kitzeln aber dennoch das Motivationszentrum und fühlen sich dank der dann erworbenen Fähigkeit unheimlich belohnend an. Super Mario Bros. Wonder hat allerdings noch mehr dieser Häppchen-Level zu bieten, quasi als Gegenstück zu den längeren klassischen Abschnitten. Mal müssen Rennen gegen einen Wiggler gewonnen werden oder wir machen eine Verschnaufpause in einem Musiklevel. Einige dieser Aufgaben wiederholen sich später zwar, generell ist der Mix aus kleineren Herausforderungen und großen Hüpfabschnitten mit Überraschungseffekt, aber enorm abwechslungsreich und sorgt dafür, dass man Super Mario Bros. Wonder sowohl längere Zeit am Stück als auch wunderbar häppchenweise spielen kann. Nur die Bosskämpfe wollen nicht so richtig in dieses Bild passen. Zwar versucht Nintendo die Duelle gegen Bowser Jr. mit Hilfe der Wunderblumen ebenfalls zu pimpen. Das gelingt allerdings nicht so gut wie in den normalen Levels und verkommt leider zu einem öden und recht anspruchslosen ein paar Mal auf den Schädel springen. Anspruchslosigkeit ist abseits der Bosskämpfe aber etwas, das wir Mario Bros. Wonder nicht im geringsten vorwerfen können. Zwar werden alle mit ein wenig Super Mario Erfahrung ohne größere Probleme bis zum Showdown mit Bowser kommen, bis dahin warten aber auch einige durchaus herausfordernde Stolpersteine. Wonder zeigt mit 1 bis 5 Sternen die Schwierigkeit eines Levels an und insbesondere die 4er und 5er Stufen erfordern gute Koordination sowie teils millimetergenaue Sprünge und haben uns deshalb beim Test mehr Leben verlieren lassen, als uns lieb war. Level und Herausforderungen müssen wir aber auch nicht streng linear abarbeiten und können Abschnitte, die zunächst zu schwer erscheinen, erstmal links liegen lassen. Grundsätzlich hat Wonder einen ordentlich ausbalancierten Schwierigkeitsgrad und fair verteilte Checkpoint-Fahren innerhalb der Level, dank derer wir nie lange bis zu einem Ablebepunkt laufen müssen. Und auch an alle Neueinsteiger wurde gedacht, deren Charakterwahl sollte auf einen der Yoshis oder Mopsi fallen. Die erleiden nämlich keinen Schaden bei Gegnerkontakt, können dafür aber nach wie vor in Abgründe fallen und zudem keine Power-Ups einsetzen. Womit wir beim Multiplayer-Modus wären. Offline können bis zu 4 Personen kooperativ das Blumenkönigreich unsicher machen und auf die Jagd nach Münzen und Wundersamen gehen. Nahezu alle Charaktere steuern sich dabei identisch, Luigi und Peach hüpfen also genauso hoch wie Toad oder Mario. Das war in früheren 2D-Marios nicht immer so, Ausnahmen sind hier lediglich die Yoshis, die können mit dem Flattersprung nämlich etwas höher und weiter hopsen und Mopsi kann über Stacheln laufen. Was zunächst nach einem Kontra für das Spiel klingt, wird von der Abzeichenmechanik in einen Pluspunkt verkehrt, denn damit lässt sich jeder Charakter ein klein wenig individualisieren. Allerdings kann nicht jeder Charakter unterschiedliche Abzeichen ausrüsten, die Fähigkeit gilt also immer für die gesamte Gruppe. Ganz in Serientradition ist besonders der Vierspieler-Koop eine große Gaudi mit allerlei Potenzial für Schadenfreude und Trash-Talk, wenn auch mit kleinen Einschränkungen. Denn direkte Interaktionen zwischen den Figuren gibt es nicht wirklich, Räuberleitern oder Schubser in den Abgrund funktionieren wegen fehlender Kollisionen nicht. Immerhin lassen sich andere Spieler aber nach einem Bildschirmtod wiederbeleben, wenn im Anschluss deren Geister berührt werden. Daneben bietet Wonder auch eine Online-Komponente. Schalten wir das Spiel in der Oberwelt oder vom Menü aus in den Online-Modus, laufen ab sofort andere Spieler durch die Oberwelt oder sogar zusammen mit uns durch die Level. Allerdings sind sie nur als Schatten sichtbar, können uns aber wie im Offline-Modus nach einem gescheiterten Versuch wieder ins Leben holen. Sehr pfiffig zudem, auf Wunsch können wir online Schilder in den Levels platzieren, die anderen Spielern dann beispielsweise besondere Punkte anzeigen oder als Wiederbelebungspunkt dienen können, das ist eine coole Mechanik. Zu guter Letzt sind auch eigene Online-Lobbys für bis zu 12 Personen erstellbar, von denen dann jeweils 4 zusammen losziehen dürfen, auch hier sind die anderen Figuren dann nur als Schatten unterwegs. Schon das letzte 2D-Mario, also New Super Mario Bros. U Deluxe, war beileibe kein hässliches Spiel, wirkte mit dem überholten Stil aber doch auch etwas steril. Wonder hat dagegen technisch ordentlich aufgerüstet und holt jetzt deutlich mehr aus der Switch-Hardware heraus.
Die farbenfrohen Level sowie die verspielte Oberwelt sprühen nur so vor knackscharfen Texturen und Details. Überall ist Bewegung, an jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Und auch das komplett überarbeitete Bewegungsrepertoire trägt dazu bei, dass sich dieses 2D-Mario so herausgeputzt anfühlt wie kaum ein anderes vor ihm. Angefangen von schnellen Richtungswechseln über die unterschiedlichen Gesichtsausdrücke bis hin zu Feinheiten wie unterschiedlichen Animationen beim Betreten der berühmten Röhren, selbst nach vielen, vielen Stunden im Spiel entdecken wir noch neue Details. Das geht dann sogar so weit, dass es stellenweise fast schon unangenehm wird. Etwa bei manchen Wunderblumeneffekten, bei denen auf dem Bildschirm derart viel passiert, dass die Augen so gar nicht wissen, woran sie als erstes hängen bleiben sollen. Das bleibt aber ebenso die Ausnahme wie die kurzen Einbrüche der sonst butterweichen und stabilen Framerate, die uns vereinzelt in der Oberwelt aufgefallen sind. Auf der akustischen Seite macht Super Mario Bros. Wonder ebenso kaum Fehler. Die Melodien der meisten Abschnitte gehen sofort ins Ohr und hier und da werden sogar ältere Mario-Musikstücke aufgegriffen. Lediglich das Geplapper der überall verteilten Plauderblumen kann mit der Zeit nerven. Auf Wunsch lässt sich das im Menü aber auch deaktivieren. Ungefähr 8 Stunden können alle mit ein bisschen Mario-Erfahrung bis zum Abspann von Super Mario Bros. Wonder einplanen, Schluss ist danach aber noch lange nicht. Denn im Anschluss warten die bis dahin verborgenen Abzeichen, Wundersamen, Münzen sowie versteckte Levelausgänge, Abzweigungen und mehr auf ihre Entdeckung. Alles im ersten Durchgang zu finden ist zwar möglich, unserer Testerfahrung nach aber auch ziemlich unrealistisch. Super Mario Bros. Wonder wird euch dank seines enormen Wiederspielreizes also auch nach dem Durchspielen noch viele weitere Stunden beschäftigen. Super Mario Bros. Wonder ist also wesentlich mehr als nur ein absolut hervorragendes Jump'n'Run, sondern ähnlich wie Super Mario Odyssey für den 3D-Bereich ein neuer Benchmark im 2D-Segment, an dem sich zukünftig alle weiteren Mario-Hüpfer messen lassen müssen. Wonders Genialität liegt dabei vor allem im Mix aus vertrautem Hüpfgefühl und vielen neuen Überraschungen. Insbesondere die Wunderblumeneffekte und die Abzeichen sorgen dafür, dass sich Wonder unverbrauchter und schlicht erfrischender als seine Vorgänger anfühlt. Und auch technisch macht Wonder mit seinen vielen liebevollen Details und Animationen im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger einen derart großen Schritt nach vorne, den man auf der Switch nicht mehr unbedingt erwarten konnte. Auch deshalb fühlt sich Wonder wie ein Mario-Spiel einer neuen Generation an, aber eben nicht auf einem neuen System, sondern hier und heute auf der Nintendo Switch. Deshalb gibt's von uns eine absolute Kaufempfehlung, denn ein besseres 2D-Jump'n'Run werdet ihr in nächster Zeit nirgendwo anders spielen können.